Berlin, schlechte Nachrichten für alle Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Marc Weinmann, 26, verlässt unerwartet die beliebte Vorabendserie. Ich melde mich heute bei euch mit ein bisschen überraschenden und vielleicht auch traurigen Neuigkeiten, kündigte der Louis-Darsteller vielsagend in einem RTL-Interview an. Lange spannte er die Zuschauer nicht auf die Folter. Ich habe mich entschieden, im Sommer dieses Jahres GZSZ zu verlassen, verkündete der 26-Jährige ohne große Umschweife. Weinmann ist seit September 2021 ein wichtiger Bestandteil der Daily Soap, denn er übernahm bei der Rückkehr von Louis Ahrens die Rolle von Maximilian Braun, 27, der Ninas Sohn von August 2017 bis Juni 2019 verkörpert hatte, bevor die Figur zwischenzeitlich dem Kolle Kiez den Rücken kehrte. Jetzt ist also nach rund 3 Jahren auch für Marc Schluss. Doch was bedeutet das für seine Liaison mit Moritz? Die beiden sind in Fankreisen nur als Lumo bekannt und viele User haben sich bei Instagram sehr für die Wiedervereinigung ihrer Lieblinge stark gemacht, nachdem die zwei zwischenzeitlich voneinander getrennt waren. Marc Weinmann verlässt GZSZ, um sich einfach als Schauspieler noch ein bisschen auszuleben. Wie die Geschichte um Louis weitergeht und endet, ist natürlich noch ein Geheimnis und das werde ich euch noch nicht verraten, ließ der GZSZ-Star wissen. Er bleibe den Zuschauern auf jeden Fall noch bis zum Spätsommer bei der TV-Serie erhalten. Ob es dann diesmal einen endgültigen Abgang geben wird oder sich Darsteller und Macher eine Hintertür für eine erneute Rückkehr offen halten, wird sich zeigen. Für Weinmann selbst sei es an der Zeit, neue Projekte zu suchen und in neue Rollen zu schlüpfen und mich einfach als Schauspieler noch ein bisschen auszuleben. Er sei aber natürlich sehr, sehr dankbar für die Zeit hier, für die tollen Kollegen, für die Geschichten und natürlich für euch, für die ganze Unterstützung, bedankte er sich bei Fans und Kollegen.